Hi Leute, Aljonka, Bodo und ich, wir sind heute zu Besuch mit russischen Freunden bei hier Elena, Veronika und Kolja. Und wie ihr seht, ich war beim Friseur, sieht natürlich jetzt besser aus wie vorher, aber musste ein bisschen warten, bis entsprechend die Haare wieder nachgewachsen sind. Ne? Oh, ist immer so. Oh, mal schauen. Bodo hat seinen Napfen wieder leer gemacht. Die Elena, die verwöhnt ihn immer. Er hat Hähnchenfleisch bekommen. Naja. Ja, hier, wenn man so sitzt, hat man den Blick hier aufs Meer. Ja. Oh, schön. Heute ist herrlichster Sonnenschein, aber es ist natürlich ein bisschen frisch. Ne? Wenn man im Schatten ist, ist gleich frisch. Ja, war verkehrt. Elena ist beim Essen machen. Russisches Gericht, sagt sie. Schau mal. Und Aljonka hat uns Tee rausgestellt. Zwei Essen sind schon draußen. Naja, bin ja mal gespannt. Sieht ganz knusprig aus. Ist irgendwas mit Teig im Mantel. Mal sehen. Jetzt weiß ich, was das ist. Das ist in Teig gewickeltes Gemüse mit Hähnchenfleisch. Oh, schmeckt gut. Ist richtig lecker. Aljonka macht die chinesische Soße noch drauf. Und jetzt, wo wir essen, man hört, überall brummen die Notstromaggregate. Also Strom ist ausgefallen, aber die Notstromaggregate sind angesprungen. Und versorgen jetzt die Häuser. Ne? Also keiner braucht auf Strom zu verzichten, auch wenn mal die Versorgung ausfällt. Bodo, du hast auch schon deins bekommen. Nicht jetzt hier sitzen und betteln, das gibt's nicht. Super. Bodo schaut, wo er noch was kriegen kann. Also hat super geschmeckt, einmal frei. Kann man mit Hähnchenfleisch machen und auch mit Dönerfleisch. Ne? Also ganz super. Und dann diese hier Sweet Chili Soße, ne? Die kann man dazu nehmen. Ja. Also das schmeckt richtig super, diese Sweet. Only with this. Without not schmeck. Okay. Only like this. Also habt ihr gehört, ne? Bei der Flasche auf die Masern achten, da eine Einbeulung, ne? Ohne Masern schmeckt das nicht. Und wie man jetzt mitbekommt, ne, ist wieder Ruhe. Die Notstromaggregate sind aus. Das waren keine 10 Minuten. Ne? Und Strom ist wieder da für alle. Hi Leute. Also jetzt mit einem neuen Haarschnitt. Und die alte schwarze Elvis-Locke ist weg. Ne? Und war jetzt so ein kurzer Beitrag über kleines russisches Essen. Aber ja, Wein ohne Wodka, die trinken alle nicht. Die Russen sind auch anders geworden. Sind nicht mehr so, wie es mal war. Ne? Aber hat geschmeckt. Hat sehr gut geschmeckt. Und Aljonka, Bodo und ich, wir sind auf dem Heimweg. Dann bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, falls es gefallen hat, Daumen hoch, ne, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen.